ESTV, Videos aus der Region. Hallo und herzlich willkommen bei ESTV. Mein Name ist Ralf Hönicke und wir sind heute unterwegs bei der Esslinger Musiknacht. Hier sind, glaube ich, 15 Bands in 15 Locations unterwegs. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie die Stimmung ist, was hier los ist. Und wir schauen uns jetzt mal um, was in den einzelnen Kneipen so abgeht. Wir haben gerade 4 Leute aus Kirchheim getroffen. Ihr seid aus Kirchheim. Ja, und du bist? Nenara. Und du? Lea. Und du? Tobias. Und du? David. Okay, ihr seid zum ersten Mal hier bei der Musiknacht? Genau. Okay, wie findet ihr es? Es ist sehr toll. Also hier sind verschiedene Bands. Die Stimmung ist sehr krass, also sehr aufregend. Viele sind, wie soll ich sagen, voll in Stimmung dabei. Also es ist richtig aufregend. Okay, cool. Und ihr wart gerade im Ad Astra? Ja. Und wie war's da? Sehr voll. Sehr voll. Und die Musik war cool? Ja, die Musik war gut. Ja, ich habe jetzt hier 3 Bandmitglieder von Pulsar. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ganz genau, Pulsar, das sind wir. Ja, ihr seid die Band? Wir machen Linkin Park Covers. Ja, genau. Und wie lange seid ihr schon dabei? Seit Mitte 2020, aber es gab auch einige Sängerwechsel und sonst Wechsel, Leute, die ausgestiegen sind, wieder reinkamen und so. Ja. Wie viel seid ihr heute? 6 Stück. 6, alles klar. Und ihr habt Special Guests dabei? Nee, das ist eine Fehlinformation tatsächlich. Ja, das steht okay, weil das steht im Programmheft. Pulsar and Special Guest. Aber das lag an der langen Spielzeit. Wir dachten, hey, 4 Stunden Linkin Park, ein bisschen zu krass. Ja. Aber wir versuchen es. Okay, alles klar. Und ihr seid schon mal hier gewesen, letztes Jahr? Oder? Vor einem halben Jahr im April bei der Musiknacht. Nee, Kult-Kneipennacht. Also, ja. Kommt ihr nächstes Jahr wieder? Aber wenn die Leute weiter so gut abgehen wie gerade eben, dann würde ich sagen, machen wir es. Macht Spaß hier. Auf jeden Fall. Ad Astra, jedes Mal mega Party. Super Barkeeper, alles mega. Ja, ich habe jetzt das Glück, mit Anna und Miriam zu sprechen. Ihr seid beide aus Esslingen. Genau. Seid ihr zum ersten Mal bei der Musik nach unterwegs oder schon mal? Ne, wir waren schon öfters. Also wir gehen fast jedes Jahr hin. Ja. Und jedes halbe Jahr regelmäßig eigentlich. Also, ja. Ihr seid ja Dauergäste. Welche Location würdet ihr uns jetzt empfehlen, einfach so spontan? So spontan bei Post, weil da geht... Da geht die Post ab. Okay. Und wir waren gerade bei Topenias, da war auch schon viel los. Okay, ah, das ist aber beim Dick draußen, ne? Okay, und das war auch toll. Und wir hatten es gerade noch vom Eisbären, da kennt ihr die? Wir waren schon mal bei der Band. Und wer ist das? Was machen die für Musik? Alla, eher so Heavy Metal war das. Waren wir vor einem Jahr, glaube ich, waren die schon mal da. Also ihr steht auf Heavy Metal? Nee, gemischt. Sämtliche Richtungen. Ich schon. Ja, du schon. Ja. Na, ich meine, das macht ja diese Musiknacht aus, dass hier so unterschiedliche Bands unterwegs sind, Latino und so. Und jetzt guckt ihr hier mal rein? Ja. Und wir ziehen aber noch weiter auf jeden Fall. Okay. Wo geht's noch hin? Wir wollten jetzt tatsächlich bei Post stehen. Alles klar, okay. Dann viel Spaß bei Post und wir ziehen auch mal weiter. Bis dann. Wir haben jetzt den Veranstalter Frank Ockert getroffen und das ist die wievielte Musiknacht? Das ist die 20. und wir haben genau vor 20 Jahren angefangen, 2004 mit der allerersten Kneipennacht hier und haben dann die Kneipennacht und die Musiknacht zusammengeschmissen und seitdem heißt die ja Esslinger Musiknacht und aus der normalen Kneipennacht haben wir eine Kultkneipennacht gemacht, die im Frühjahr stattfindet und so haben wir im Endeffekt 2 gute Produkte, die hier in Esslingen laufen. Ja. Und das sieht man auch wieder, volle Kneipen, richtig viel Spaß, also es ist Wahnsinn wieder.
Die Stimmung ist bombastisch. Wie viele Bands sind hier unterwegs? In wie vielen Locations? Wir haben insgesamt 15 Livebands, die unterwegs sind. Wir haben auch einen DJ mit Karaoke. Also wir haben ein unheimlich breites Musikangebot. Und die Leute nutzen es. Ja, also ich war jetzt schon in vielen Kneipen, habe auch nochmal Bändel nachgeliefert, weil schon der Andrang enorm groß war. Also funktioniert hier. Ich habe jetzt hier Tobi, Tim und Chris kennengelernt, uns hat es ins Ufer losgespült. Und ich wollte mal wissen, wie seid ihr zum ersten Mal hier unterwegs? Tatsächlich zum ersten Mal in Esslingen, weil wir nicht aus der, also schon aus der Gegend, aber ein bisschen weiter herkommen. Okay. Tim ist aus Kirchheim, ich bin aus Nürting. Chris? Ich bin aus Reichenbach. Okay, aus Reichenbach, alles hier in der Nähe. Okay, und ihr wart, ist es die erste oder die zweite Location oder wart ihr schon in vielen anderen? Ist jetzt die zweite tatsächlich und ja, ganz gut gefüllt. Also gucken wir mal, was hier die Location so bringt. Ja. Was war die erste? Ich kann mich an den Namen nicht erinnern. Okay. Nee, sorry. Das war das Gin Hotel oder wie das heißt. Da war gar nichts los, von daher, da waren wir nur irgendwie fünf Minuten ein Bier und weiter. Okay, also wir haben schon viel gesehen. Wir waren schon im Ad Astra, im Eisbären, im Carmelita. Und also es ist so viel los, also ihr werdet sehen, ihr könnt euch noch die Nacht um die Ohren hauen. Wir ziehen jetzt auch mal weiter ins Café Malje und bedanken euch fürs Reinschauen. Das war die 20. Esslinger Musiknacht und es ist wahnsinnig viel los. Es gibt so viele unterschiedliche Bands mit unterschiedlichen Musikgenres und ich denke, es ist für alle was dabei. Vielen Dank fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal. Ciao.